Hallo, Tag, Herr Wagner. Moin. Wann wird das denn hier fertig? Was denn? Ja, der Baustelle hier. Hier? Ja. Ja, erster Advent wahrscheinlich. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, also sieht ganz gut aus. Wir sind drinnen schon viel weiter, das sieht man natürlich jetzt nicht so, ne? Komm, mal gucken. Ja, sicher. Ja, los. Baustellenführung. Klar. Ja, ich bring eben eine Gemeindebriefe in die Kirche, ne? Und dann müssen wir einen Schlüssel holen. Ja, freue ich mich. Wollen wir mal einbrechen. Wollen wir mal gucken, ob wir reinkommen. Erstmal hier durch die Sandkiste. Wie bei einer Schnitzeljagd hier. Eingang links. Ah! Ich hoffe, der Schlüssel passt. Sesam, öffne dich, einwandfrei. Immer mal rein in die gute Stube. Ja, das wird das neue Schmuckstück. Die neue Begegnungsfläche hier und Treffpunkt. Die neue Cafeteria. Bücherei hier hinter wird ganz neu, eine Weltladen. Hier drüben der neue Haupteingang. Schattig hier drin. Aber wenn erstmal das Gerüst weg ist, die Abendsonne kommt von da, von der Straße her. Sieht schön aus. Draußen ist schon diese Metallornamentik. Sehen Sie das? Lauter Kreuze sind das. Zur Straße hin, ne? Damit man nicht so ganz auf dem Präsentierteller sitzt. Ja. Herrlich. Ja. So, hier waren die Kellerfenster von der alten Küsterwohnung. Hier war ja das Vordach, das alte Vordach vor. Diese lange Galerie hier längs. Die Fenster haben sie alle aufgebrochen. Bis auf Bodenhöhe da drin. Müssen wir gleich mal reingucken. Da kommt die neue Bücherei rein. Irre. So, sollen wir rein? Mhm. Wow. Beste bekloppt. Hier war früher eine Dunkelschleuse. Hier, abgehangene Decke. Hier war ein Dachboden drin. Guck mal hier. Kommt das Licht hier von oben rein, wie im großen Saal. Meine Herren, ey. Meine Herren. Hier oben, schicke Akustikdecke. Hörst du auch, früher hat das viel mehr Gehalt hier drin. Jetzt merkst du schon direkt, ist viel gedämpfter, damit es nicht so auf die Ohren geht, ne? Sehr, sehr schön. Bin echt schon weit. Hier sind die Wände fast fertig. Ja, da hinten die Bühne, die bleibt. Hier oben müssen wir auch mal gucken. Da gehen die Fenster demnächst elektrisch auf. Flur. Hier kommt die neue Garderobe rein. Hier war früher die Schrankinsel von der Bücherei. Aber da ist jetzt ein Stück vom Flur der Toilettenanlage zugeschlagen worden. Schicke Fliesen.
Was Kabel hier? Wahnsinn. Wie viele Kilometer mögen das sein? Richtig. Hier, neue Schaltanlage hier. Stromkasten. Neu. Da oben auch. Wahnsinn. So, Herrenklo. Was sind wir denn hier? Herrenklo nehme ich an. Ach, Herrenklo. Ne? Muss aufs Schild gucken. Schüssel. Stehpissoir. Damentoilette. Behinderten-WC. Ja. Das war auch früher an der Stelle. Nur jetzt ist die Toilettenanlage ausgelegt für 300 Personen, wenn die alle gleichzeitig am Klo gehen. Du liebe Zeit. Hier, neue Küche. Aha. Alles Gute kommt von oben. Das Licht. Hier waren früher die Fenster nach draußen. Konnte man immer schön beim Spülen gucken, was drüben in der Kirche los ist. Aber das ist jetzt anders. Viel höher, viel heller noch. Der Dunst kann oben abziehen. Hervorragend. Ich nehme an, das wird hier Speisekammer oder so. Vorratsraum. Ja, ja. Und neue Brandmeldeanlage, ganz wichtig, ja. Mhm. Komm mal, hier. Oh, hier. Hier dürfen wir nicht drauf treten. Hier ist schon gefliest. Das haben sie abgesperrt. Ganz frisch gefliest. Ja, der kleine Raum hinter der Küche zur Straße raus, das bleibt auch so. Der Raum ist halt jetzt was kleiner, weil die Küche größer geworden ist. Und hier links hatte man früher die Wand zum großen Saal. So bis hier und dann stand man hier in so einem Wandschrank drin. Der ist weg. Dadurch ist die Küche nach hier auch größer geworden, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, draußen. Ja, hier haben die von Eckart schon ganz schön gebaggert. Und schon das erste Stück Weg angelegt. Wollen wir mal gucken? Können auch gleich noch mal draußen gucken. Einmal ums Haus drum gehen. Wahnsinn. Frau Elster. So, das war hier drin. Alte Küsterwohnung. Hier ging es früher auch schon rein. Aber dann die Treppe hoch, geradeaus. Es werde Licht. Da ist keine Treppe mehr. Links rum. Hier aufpassen. Der Boden hat noch nicht das Niveau. So, das wird die Zentrale vom neuen Alten eine Welt laden. Die kriegen richtig schickes Schaufenster da. Wenn die Holzwand erstmal weg ist. So, hier haben früher die Küster gewohnt. Und hier kommt Bücherei rein. Aha.
Und hier kommt eine schicke Leseecke hin. Da auch großes Schaufenster in den neuen Anbau rein. Herrlich. Jetzt musst du mir nur noch sagen, erster Advent welches Jahr? 21. Oh. Doch, doch. Ja. Ist schon gut. Also, da kriegen die wohl hin. So, hier kommt dann so ein Weg, genau in der Flucht der Kirchentür. Ne? Und jetzt der Erdhügel liegt gerade hier am Dixi-Klo, Toi-Toi-Klo vorbei. Vorne da zum neuen Haupteingang. Ja, da stehe ich dann demnächst wieder und begrüße die Gäste. Hoffentlich mal wieder per Handschlag, ne? Bagger! Der Weg wird auch verlegt. Mehr nach der Frau Schnitzer hin hier. Wird ein Weg durchgängig vom Kindergartenparkplatz hier vorbei. Jetzt musst du mal schwenken hier hinterm Gemeindehaus her. Wege. Alles ebenerdig und barrierefrei. Hier ganz hinten rum bis hinten zum Spielplatz. Und da kriegen wir eine schicke Terrasse. Können wir auch noch mal gucken gehen. Ne, diese Rampe, die kommt gar nicht, die kriegen wir gar nicht. Weil das ist zu gefährlich hier mit den Wänden. Wenn da mal einer fällt, den sieht man nicht. Das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, Angstraum, keine Ahnung. Außerdem viel zu teuer. Nee, wir kriegen ja die ebenerdige Zuwegung hier längs dann in den Haupteingang, das ist alles okay. Aber der Platz hier, der wird schick dann da vorne. Macht der Frach mal direkt hier Fußspuren auf dem neuen Weg durch. Hier. Ah, das geht sich aber fein. Aber ich sag dir jetzt schon, irgendwann gibt's hier eine Abkürzung und dann entsteht hier der Patt nebenher. So. Hier kommen wir aber ganz schön hoch raus, wa? Da müssen wir auch noch was Erde anschütten. Kommt die neue Terrassentür rein. Hier bräuchte man dann noch was Schatten. Na, mal sehen. Mal sehen, wie es gerät. So, mal erst einen Eindruck. Ja, danke für die Führung. Ja, gerne. Es war schön. Ja. Ich bin gespannt. Jo. Schön.